Hallo Leute, da ich immer wieder mit ungebildeten Gläubigen konfrontiert bin, die den mythologischen Ursprung ihres Gottes nicht kennen, sehe ich mich genötigt, noch einmal kurz die wichtigsten Argumente für den Ursprung des heute auf der Welt herrschenden monotheistischen Glaubens zu offenbaren. So kann ich mir ständiges, mühseliges Heraussuchen der Quellen für Einzelpersonen ersparen und stets auf dieses Video verweisen. Bei den Hindus hieß dieser Gott Kala, der Herrscher über die Zeit, wie er oder sie auch in vielen anderen Kulturen der Welt genannt wird. Wahrscheinlich entwickelte sich hier auch die spätere Göttin Kali und der Gott Mahakala aus dem Vajrayana-Buddhismus heraus. Mama Killa, also Mutter Mond, heißt sie bei den Inka. Auch war diese Gottheit, ähnlich wie Allah, bei einigen Völkern mit dem Mond verbunden, da der Mond als Uhr, also Zeitgeber, verstanden und mit dem Zyklus von Leben und Tod verbunden wurde. Im Atharva-Veda, der etwa auf 1000 Jahre vor dem Jahr Null datiert wird, finden wir die hebräische Sieben-Symbolik, Anspielungen auf das Sternbild Wassermann und den Vater als Sohn, also einen Prototyp von Jesus. Die Zeit, das Ross, läuft mit 7 Zügeln bzw. Strahlen, tausendäugig, zeitlos, reich an Samen. Die Seher, die heilige Gedanken denken, besteigen ihn, alle Wesen sind seine Räder. Mit 7 Rädern reitet diese Zeit, 7 Schiffchen hat sie und Sterblichkeit ist ihre Achse. Er trägt alle diese Wesen hierher. Die Zeit, der erste Gott, eilt jetzt voran. Ein voller Krug, Symbolik des Sternbild Wassermanns zudem, wurde auf die Zeit gestellt. Wir sehen ihn wahrlich in vielen Formen existieren. Er trägt alle diese Wesen fort, sie nennen ihn Zeit im höchsten Himmel. Er hat sicherlich alle Wesen hierher gebracht, er hat sicherlich alle Wesen umfasst. Als ihr Vater wurde er ihr Sohn, also ähnlich wie Jesus. Es gibt wahrlich keine andere Kraft, die höher ist als er. Die Zeit zeugte dort im Himmel, die Zeit zeugte auch diese Erden. Das, was war und was sein wird, breitet sich aus, vorangetrieben von der Zeit. Die Zeit hat die Erde erschaffen, in der Zeit brennt die Sonne. In der Zeit sind alle Wesen, in der Zeit blickt das Auge nach außen. In der Zeit ist der Geist fixiert, in der Zeit ist der Atem fixiert. In der Zeit sind die Namen fixiert. Wenn die Zeit gekommen ist, freuen sich alle diese Kreaturen. Dieser Gott wurde auch oft mit Menschenopfern assoziiert. In ihrer Stadt gab es ein Bronzebild von Kronos, also Kronos, das seine Hände ausstreckte, die Handflächen nach oben und zum Boden geneigt, sodass jedes der Kinder, wenn es platziert wurde, darauf hinabrollte und fiel in eine Art klaffende Grube voller Feuer. Die Thematik des Menschenopfers kennen wir bereits auch aus der Bibel, zum Beispiel bei Mose 1,22. Jesus stellt quasi das letzte finale Opfer in der saturnischen Mythologie dar, das alle anderen Opfer unnötig machen soll und ist somit zentrales Glaubenskonzept der christlichen Religion. Im Christentum richtet sich Kronos quasi selbst für die Menschheit als sein eigener Sohn, so wie er bereits in der Atharva-Veda beschrieben wurde. Als ihr Vater wurde er ihr Sohn. Auch in Irland war Kronos als Crom Cruach bekannt, also als der Erntegott. Laut einem irischen Dinsenschast-Gedicht, Ortskunde, im Buch Leinster aus dem 12. Jahrhundert stand Crom Cruachs Kultbild, bestehend aus einer goldenen Figur umgeben von 12 Steinfiguren, auf Max Letch, der Ebene der Niederwerfung, in der Grafschaft Cavan und wurde mit einem erstgeborenen Opfer im Austausch für gute Milch- und Getreideerträge besänftigt. Dass Erstgeborene Jehova gehörten, erfahren wir bereits ebenfalls aus der Bibel bei 2. Mose 13. Der Herr sprach zu Mose: Erkläre alle Erstgeburt als mir geheiligt. Alles, was bei den Israeliten den Mutterschoß durchbricht, bei Mensch und Vieh, gehört mir. Der Gott Crom dürfte auch all denen bekannt sein, die das Conan-Franchise von Robert E. Howard kennen. Dass der monotheistische bzw. pantheistische Gott derselbe wie El, also Elus oder Baal bzw. Baal ist, ist ebenfalls gut zu belegen.
Baal Hamon, eine Namensform von Baal, ist eine Gottheit der Phönizier bzw. Punier. Er wurde von den Griechen mit Kronos und von den Römern mit Saturnus gleichgesetzt. Der phönizische Historiker Sanshun Yaton schreibt hierzu: Aber die Hilfstruppen des Elos, also Elus, der Kronos ist, hießen gleichsam Elohim, die Verbündeten des Kronos, nach Kronos so genannt. Und Kronos, der einen Sohn namens Sadidus hatte, tötete ihn mit seinem eigenen Schwert, weil er ihn verdächtigte, und beraubte sein Kind mit seiner eigenen Hand des Lebens. Selbst der Kirchenvater Eusebius wusste um den mythologischen Ursprung seines Gottes und erwähnt diesen in seiner berühmten Schrift Praeparatio Evangelica. Kronos also, den die Phönizier Elus nennen, der König des Landes war und später nach seinem Tod als Stern Saturn vergöttlicht wurde, hatte von einer Nymphe des Landes namens Anobret einen eingeborenen Sohn, den sie aus diesem Grund Ledut, wohl eine frühe Version von Jesus, nannten. Das eingeborene Wesen, das bei den Phöniziern noch immer so genannt wird und als sehr große Kriegsgefahren das Land bedrängten, kleidet er seinen Sohn in königliche Gewänder, bereitete einen Altar und opferte ihn. Der römische Historiker Tacitus ordnet den Juden sogar Kronos als persönlichen Volksgott zu und verortet ihren Ursprung auf Kreta. Die Juden seien, so erzählt man, von der Insel Kreta geflohen und hätten zu der Zeit, als Saturn durch die Gewalt Jupiters verstoßen wurde und sein Reich verlassen musste, den entlegensten Teil Libyens besiedelt. Den Beweis sucht man im Namen. Es gäbe auf Kreta einen berühmten Berg namens Ida und dessen Anwohner, die Idai, nenne man Judai, wobei der Name durch die Umsetzung in eine fremde Sprache gedehnt worden sei. Am siebten Tag, erzählt man, hätten sie beschlossen zu ruhen, weil ihnen dieser Tag das Ende der Mühsal gebracht habe, späthin sei, als ihnen das Nichtstun behagte, auch jedes siebte Jahr der Trägheit gewidmet worden. Andere behaupten, diese Ehre gelte dem Saturn. Sei es, weil die Idäer, über die wir erfahren haben, dass sie gleichzeitig mit Saturn vertrieben und die Begründer dieses Volkes gewesen sind, die Grundsätze ihrer Religion tradiert haben, sei es, weil von den sieben Gestirnen, durch welche die Menschen gelenkt werden, im höchsten Kreis und mit besonderer Macht der Saturnstern umläuft, zudem vollendeten die meisten Himmelskörper ihren Weg und ihren Umlauf nach der Siebenzahl. Die Göttin vom Berg Ida, also Kybele oder Magna Martha, ist mehr oder weniger die weibliche Form von Saturn und auch Göttin der rituellen Kastration, also eine Sichelträgerin, ähnlich wie die indische Kali oder eben der männliche Gott Saturn selbst. Dass es zu Allah, dessen Name sich sehr einfach von Illus bzw. Elus oder Illa, der wohl weiblichen Form von Allah, ableiten lässt, muss ich, denke ich, nicht erwähnen, oder? Illa oder Ille ist eine Gottheit im hinduistischen Legenden, die für ihre Geschlechtsumwandlung bekannt ist. Als Mann ist er als Illa oder Sutyumna bekannt und als Frau wird er Ile genannt. Ile gilt als Hauptstammvater der Monddynastie indischer Könige, auch bekannt als die Ailas, Nachkommen von Ile. Allah ist also an sich der Eunuchen- und Transgender-Gott bzw. Göttin. Die gesamte muslimische Theologie und Mythologie beruht zudem aus einem Mischmasch christlich-jüdischer und einheimisch-arabischer Mythen. Im Christentum wurde der Kybele-Kult in die Marienverehrung integriert. Der Kult überstand alle politischen Wirren der spätrömischen Zeit und konnte auch noch eine Zeit lang dem Christentum trotzen. Selbst das von Kaiser Theodosius dem ersten 391 erlassene Verbot aller sogenannten heidnischen Kulte brachte noch nicht das Ende. Vielmehr wurde die Verehrung der Magna Mater vom weströmischen Kaiser Eugenius 392 bis 394 ausdrücklich wieder eingeführt. Ihre Verehrung verlor sich dann im 5. Jahrhundert.
Das hartnäckige Festhalten von Teilen der Bevölkerung des Römischen Reiches an ihrer Göttin gilt als einer der Gründe, die die Mehrheitsentscheidung von 431 auf dem Konzil von Ephesus stützten, mit der Maria zur Mutter Gottes, Gottesgebärerin, erklärt wurde. Manche Autoren sehen darin eine Fortsetzung der Verehrung der großen Gottesmutter vom Berg Ida. Auch die Bibel erlaubt im Gegensatz zum Judentum die Mitgliedschaft von Eunuchen. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. In der modernen Zeit haben andere den Mythos dieses Gottes, der durch die römisch-abrahamitische Weltherrschaftsagenda durch das Christentum zum Allherrscher und einzigen Gott erhoben wurde, fortgeführt. Hier wäre zum Beispiel der Gründer des Begriffes Pantheismus, John Toland, zu nennen, der sich nach dem Sohn des Saturns und Zeitgottes Janus benannt hat. Seine Eltern sind unbekannt. Später schrieb er, dass er Janus Junius getauft worden sei, ein Spiel mit seinem Namen, das sowohl an den römischen zweigesichtigen Gott Janus als auch an Junius Brutus, den angeblichen Gründer der römischen Republik, erinnerte. Janus ist der Gott des Anfangs und des Endes. Diesen Spruch kennen wir auch aus der Bibel. Ich bin der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Der Orden des Saturns, Fraternitas Saturni, sieht ebenfalls Saturn als Äquivalent zu Jehova und höchsten Gott, was der wohl ehemalige Großmeister Johannes Malkowski in einem Video erzählt. Weil sie eine Bruderschaft Gottes ist, weil wir Gott, der ja keinen Namen sonst hat, das heißt, geheiligt werde dein Name, und das ist nun mal Saturnus. Karl Spiesberger, ehemaliges Mitglied der Fraternitas Saturni, der ja wie ein Vater für den Autor und Historiker André Buchheim gewesen sein soll, schwor dem Gott Kronos Saturn ewige Treue. Gregorius verlieh Eratus am 18. März 1957 den Gradus Soli Meistergrad, bei dessen Initiation der Loge und dem Demiurgen Saturn ewige Treue geschworen wird. Der Saturnismus gipfelt heute in solchen Werken wie The Purple Dawn of Creation, Cult of the Black Cube oder Thunderbolts of the Gods. Ach ja, was ist eigentlich mit der Apokalypse des sogenannten Johannes? Dabei handelt es sich wohl ursprünglich um Oannes, einer Kreatur aus dem Wasser, die mit dem Sohn des Saturn Janus assoziiert wird und zufällig dem Wassermann auch sehr ähnlich sieht. Georg Friedrich Kreutzer sieht Oannes in einer Entwicklungslinie vom indischen Vishnu, der in seiner Wandlung als Fisch die Veden zurückbringt, hin zum römischen Gott Janus, der keine Tiergestalt mehr hat, aber zwei Gesichter. Baring Guld setzte Oannes mit dem philistinisch-syrischen Dagan gleich und hielt ihn für eine Sonnengottheit, die morgens auf der Erde erscheint und abends im Meer versinkt, dazu passend die Doppelgestalt, halb Fisch, halb Mensch. Dazu lesen wir im Originaltext: Im ersten Jahr erschien aus dem Teil des Eritreischen Meeres, das an Babylonien grenzt, ein mittelloses Tier der Vernunft mit Namen Oannes, dessen ganzer Körper der eines Fisches war, dass er unter dem Kopf des Fisches einen anderen Kopf hatte, mit Füßen auch darunter, ähnlich denen eines Mannes, der dem Schwanz des Fisches untergeordnet war. Auch seine Stimme und seine Sprache waren artikuliert und menschlich, und eine Darstellung von ihm ist bis heute erhalten. Dieses Wesen war es gewohnt, den Tag unter Menschen zu verbringen, aber nahm zu dieser Jahreszeit nicht zu essen und ergab ihnen einen Einblick in Literatur und Wissenschaften und Künste aller Art. Er lehrte sie, Städte zu bauen, Tempel zu gründen, Gesetze zu verfassen und erklärte ihnen die Prinzipien des geometrischen Wissens. Er ließ die Samen der Erde unterscheiden und zeigte ihnen, wie man die Früchte sammelt. Kurz gesagt, er unterrichtete sie in allem, was dazu beitragen konnte, die Manieren zu mildern und ihr Leben humaner zu machen. Seit dieser Zeit wurde seinen Anweisungen nichts Wesentliches zur Verbesserung hinzugefügt. Und als die Sonne untergegangen war, zog sich dieses Wesen Oannes wieder ins Meer zurück und verbrachte die Nacht in der Tiefe, denn er war amphibisch.
Die Bezüge zu Johannes dem Täufer und die Wassersymbolik aus dem Markus-Evangelium sind, denke ich, nicht zu übersehen. Übrigens wurden in der jungen Kirche alle Johannisse aus der Bibel als eine Person gesehen. Willkommen also im Wassermann-Zeitalter. Bis zum nächsten Mal und tschüss!